In dieser Zeit gaben Sie sich Ihren Künstlernamen, nämlich den Namen Ihres Bruders Frank. Was störte Sie an Ihrem Namen? Tim Franz Maria, klingt doch auch alles fantastisch. Ja, klingt wunderbar. Wenn, vor allen Dingen, wenn Sie wüssten, wer Franz und wer Maria sind. Tim hieß ich, weil meine Mutter unbedingt wollte, dass ich einen englischen Namen habe. Und ich bin am 19. April geboren und am 20. war Hitlers Geburtstag. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich habe gedrückt wie wahnsinnig, damit es noch der 19. wird. Und dann wurde ich Tim genannt, aber der Standesbeamte hat damals gesagt, das ist ihm zu englisch und deswegen werde ich Tim mit 2 M geschrieben in der Geburtsurkunde. Ich habe noch nie in meinem Leben mich mit 2 M geschrieben, aber in der Geburtsurkunde steht es drin. Und dann, was haben Sie denn da? Tim mit 2 M. Tim mit 2 M. Ich hatte Ihre Geburtsurkunde. Sie sind aber wirklich. Ja, und Franz Maria waren die Taufpaten. Und Ihr Bruder, der eine, der hieß wirklich Frank, ja? Und da haben Sie sich schließlich. Mein Bruder heißt Frank und als ich da ankam, gab es einen wirklich wunderbaren Menschen, der mir sehr viel geholfen hat im Leben. Das war Camillo Felgen. Vielleicht die Älteren unter Ihnen können sich an ihn erinnern. Der war einer der ersten Disc-Jockeys in Deutschland überhaupt. Er hat immer das Wunschkonzert am Sonntagnachmittag gemacht bei RTL. Und mit ihm habe ich Spielen ohne Grenzen gemacht. Und der begrüßte mich und sagte, wie heißen Sie? Sag ich, ja, Tim. Sagt er, hey, wir haben schon einen Tom. Und Tim und Tom hört sich an wie Fix und Foxy. Also, haben Sie nicht noch einen anderen Namen? Da habe ich gesagt, ja, mein Bruder heißt Frank. Wunderbar, dann heißen Sie jetzt Frank. Das hat die Frau meines Bruders nicht komisch gefunden. Aber wissen Sie, was ich interessant finde? Gewöhnt man sich an einen Namen so, dass Sie jetzt viel eher auf Frank hören als auf Tim? Also zu Hause heiße ich Tim. Mhm. Meine Frau sagt Timmy. Und wenn sie Krach hat mit mir, sagt sie Frank. Sie wurden einer der beliebtesten Moderatoren, abgesehen von Ihrer angenehmen Stimme. Was glauben Sie selbst, macht Ihre Wirkung aus? Ich habe ja eine Vorstellung, aber mich interessiert mal, was Sie selbst glauben. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Stimme nicht hässlich ist. Aber das, was einen Teil meiner Präsenz ausmacht, ist, dass ich das gerne mache. Und ich glaube, mein Zuschauer merkt, er strengt sich an. Wenn der Zuschauer das Gefühl hat, das macht er mit der linken Hand, oder es gehört auch dazu, ich habe nie etwas mit dem Aussehen gemacht. Wenn Sie nur ein Auge haben und auch nicht besonders groß sind, das wissen Sie ja selber, dann hat man nicht. Dann hat man ja nicht das Gefühl, man kommt als Sieger auf die Bühne. Also müssen wir immer mehr arbeiten als andere. So. Es gibt übrigens noch einen Moment. Wir müssen immer in der ersten Reihe stehen, weil wir sonst nichts sehen. Den merke ich mir. Ich glaube, wissen Sie, bei Ihnen macht auch eine Mischung was aus. Sie strahlen neben der Ehrlichkeit eine hohe Seriosität aus und machen gleichzeitig Spiel. Und diese Mischung ist für Erwachsene, die auch ein bisschen seriös sind, eine fantastische, weil sie einem sowas erlaubt. Wenn Sie jetzt wie so ein Spielmaxer auf die Bühne kämen, wissen Sie, dann weiß man gleich, ja, so ist man nicht, das kann man nicht. Und Sie geben einem das Gefühl, dass man das vielleicht sogar selbst könnte, obwohl man es nicht kann. Das haben Sie sehr schön ausgedrückt und ich gebe da immer ein anderes Beispiel. Ich bin mit Thomas Gottschalk befreundet. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde in einer goldenen Brokatjacke auftreten.
Die Leute würden sich totlachen. Ja. Und wenn er in ihrem Anzug käme, auch. Ja. Klar, er ist ein völlig anderer Typ. Ja.